Gebt den Großteil aus, damit ihr euch schneller groß werdet und so und nicht klein bleibt oder sogar finanzielle Knappheit habt. Weil viele Entwickler, die meinten, sie können extrem teure Spiele verkaufen und so und natürlich dann noch Geld verdienen, sind bankrott gegangen. Und momentan EA Games, wo übertreibt mit den Preisen und Ubisoft übertreibt mit den Preisen, haben nicht gut momentan. Also die haben ein, zwei Spiele, die gut laufen. Und das war's. Und mach immer wieder neue Games, immer wieder neue Games, die einfach nur grottenschlecht ist. Da haben sie, hat Ubisoft, war es glaube ich, ein neues Zombie-Spiel in der Nacht angekündigt, Daylight oder so. Und da sieht man jetzt schon, wie schlecht das Spiel wird oder sein ist. Und ja, ich will ja nichts sagen, aber bei mir ist es nun mal so, ich mag nicht solche Spiele so, wo man die ganze Zeit auf Zombies kloppt und so. Darum ist meine Wertung auch ein bisschen schlechter, aber wenn schon die Profis sagen, es ist schlecht, dann, also die, die wirklich solche Games spielen wollen, sagen, es ist schlecht, dann fühle ich mich natürlich sehr schlecht. Ich möchte einfach mal ein Spiel spielen, wo Liebe drin gesteckt wird. Jetzt hoffe ich auf Risen 3, aber das wird so schnell veröffentlicht und so. Ich glaube, das wird wieder verbuggt, bugverseucht sein und alles mögliche. Der Spielfluss stimmt nicht und alles mögliche. Ich hätte gern wieder eine Gothic 1, die haben dort dazu mal 4 Jahre dran gewerkelt. Und immer wieder neu umgebaut, alles wieder richtig verbessert und so. Ein solches Spiel möchte ich gerne wieder. Wo man wirklich sieht, ah, die Welt ist nicht zu groß. Sie ist voller Details. Es macht Spaß. Es gibt sogar viele Easter Eggs und so. Solche Spiele möchte ich. Und bei DayZ sehe ich das überhaupt nicht. Da sehe ich eine große leere Welt, wo man tausende Kilometer rennen muss. Und die Zombies sind nicht ausbalanciert. Die Items sind nicht ausbalanciert. Für mich ist DayZ nicht 30% wert. Nicht mal 30%. Und das ist sehr schade. Also wahrscheinlich werde ich da leider wieder eine Pause machen, bis die Zombies überarbeitet wurden. Oder Hilfe von euch bekommen, wie ich den Zombies am besten ausweichen soll. Aber wenn die Zombies, ohne dass ich den Zombie vorher, ohne dass ich den gesehen habe, einfach auf mich zulauft und gar nicht mehr mich aus den Augen verliert, nichts mehr, dann fühle ich mich einfach verarscht, oder? Ich habe extra leise mich bewegt. Und ja, jetzt kacke ich auf leise sein. Ich werde jetzt nur noch kurz mal schauen, was es für Items gibt, aber hier gibt es gar keine Siedlung. Also das ist wirklich scheiße gemacht. Total scheiße. Und ja, ich bin nicht so ein Spieler, also ich habe schon eben negative Einfluss auf solch ein Spiel. Und ja, eventuell werde ich das Geld sogar zurückfordern müssen. Weil so etwas will ich nicht spielen. Mir war es schon bewusst, dass es schlecht ist. Hab doch nicht bewusst, dass es so in einer kleinen Alpha ist und das überhaupt noch öffentlich zugänglich ist. Da fühle ich mich richtig verarscht. Weil wenn man ein Spiel zu früh veröffentlicht oder spielbar macht, dann wird man nur Kritik ernten. Und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der hier jetzt gerade mit Kritik um sich schlägt. Ich werde mich jetzt zu einem Zombie stellen und mich töten lassen. Das letzte Mal, bis ich Hilfe bekomme oder ein Patch erscheint, der die Zombies überarbeitet. Gehen wir mal in dieses Haus, schauen mal, was wir dort haben. Und hier leckt es extrem. Wieso leckt es hier? Sind die Gebäude schuld oder was? Wieso leckt es genau hier? Das ist doch keine große Stadt. Ja. Lucky Dicker, lucky, 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 lucky.
Also die Performance ist auch alle unter jedes der Sau. Sky mit Grafikmods, alles mögliche, läuft tausendmal flüssiger und besser als dieser DayZ-Schrott. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Version mit Arma 2 war. Also der Mod. Ich hoffe besser. Ich sollte mal verhungern, genau. Ich verhungere mal. Oh je. Ach, schon wieder ein Rotten. Oh, ein Schulranzen. Kann ich den aufnehmen? Ausrüsten. Ah, da kann man ausrüsten. Cool. Ein Iglu. Jetzt sogar ein Kinderzimmer. Ein Buch. Okay, hier oben. Hier ist nichts und es laggt immer noch extrem. Aber das lasse ich jetzt mal. Ich werde jetzt nicht schon wieder runterstehen. Da fühle ich mir mein PC fühlt sich da ganz schlecht bei dieser Engine. Da bekommt er das Husten über. So, was ist hier? Das ist Can't load. Es kann keine Textur laden. Oh Gott. Ein Weapon Cleaning Bag. Ein Feldstecher, den benutzen wir gleich mal. Ein Kochplatte. Pot ist der Topf. Nota Cola Classic. Okay, jetzt sollte ich eigentlich ein bisschen langsamer wieder gehen. Jetzt will ich mich to total OP. So ohne Waffe. Da oben ist was, wir kommen aber nicht dran. Da oben ist auch etwas, kommen wir aber auch nicht dran. So, wenn wir hier reingehen, können wir nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Schauen wir mal hier, ob irgendwas gibt. Feldstecher, die einstricken. Ich möchte gerne etwas sehen. Wie kann ich denn? Ich kann nichts machen und es laggt schon wieder. Ich kann den nicht mal benutzen. Ich kann nur durchschauen, aber nichts bewegen. Ich kann nichts bewegen. Okay. So ein Scheiß. So. Aber jetzt leckt es wenigstens nicht mehr so. Zombie? Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Keine Zombies hier. Aber hundertprozentig sehe ich den Zombie nicht davor. Schon. Weil sie natürlich mich hören, bevor ich sie überhaupt von der Reichweite der Sicht sehen kann, hören sie mich schon und laufen schon auf mich zu. Also dieses Game ist wirklich ein Kauf nicht wert.
Und als erwarten sollte man ja nichts machen. Kaufen und dann warten, ja auch nicht so gut. Ich kann das nicht mal essen. Oh Gott. Muss ich ja wahrscheinlich auch zubereiten. Ich hätte gerne so ein Survival-Game im Mittelalter-Szenario. Zuerst ist man irgendwo in einem Land, wo nichts ist, keine Zivilisation. Da muss man halt Schwerter zuerst mit Steinen, also zuerst mit Holz und dann mit Steinen machen. Und dann, ja, immer wie mehr, halt auch wie bei Minecraft Eisen sammeln und natürlich auch Sachen abbauen. Aber nicht so wie bei Minecraft. Minecraft ist eher so eine Art, ja, Spaßspiel, eher nicht so ganz Survival. Aber so ein richtiges Survival-Ding mit auch NPCs, wo auf euch zugehen und totschlagen und am besten keine Monster. Dass es keine Monster in diesem Game gibt. Und ja, alles ein bisschen für Erwachsene, nicht für Kinder. Minecraft ist eher für Kinder. Das wäre doch ein Spiel, also ich würde es sogar machen. Ich weiß nur nicht wie. Als Mod irgendwie von Skyrim ein Mod dazu. Aber das ist eine harte Arbeit. Ich müsste mal schauen. Aber ich könnte das vielleicht mal also machen. Und ja, wenn ihr mitmachen wollt, natürlich könnt ihr euch da bei mir melden. Und dann machen wir es gemeinsam. Und ja. Aber das war schon immer mein Plan, aber jetzt habe ich es durch Stayset ja schon gedacht, dass es so etwas besser in diese Richtung gehen soll. Den Fokus eh in die Richtung machen. Und ja. Also ich war schon immer der Modder. Ich habe schon schon Morrowind gemoddet. Okay, wir gehen irgendwo anders hin. Hundertprozentig sieht er mich jetzt im Wald. Dieser Zombie. Ach, Zombie, musst du überall bei YouTube sein? Kannst du nicht mal aus dem Spiel gehen? Nein, Scherz. Der arme Zombie, hey, der muss immer mit ungespielt herumgammeln. Der ungespielt, der macht, dass ich nicht DayZ zocken kann. Und der Zombie. Ja, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Ganz klar. Anderer Server. Anderer Server. Auch mit Heilut. Mit Heilut. 2 Stunden Restarts. Das sind 40 Spiele drauf. Ich möchte nicht so viel spielen. Ich will momentan noch ein bisschen alleine sein. Später dann, ja, wenn ich das Spiel gut kenne und das Spiel auch ein bisschen besser ist. Aber ich weiß nicht. TS-Pflicht, ja, ganz klar. Dann machen wir doch mal Englisch. Filter. Hick. Loot. Wo nicht viele Spiele drauf sind. 2 Spieler. Gear, Bots, Best of Zombie Friends. Heilut alle 2 Stunden. Englisch und DS-Speak. Heilut. Aber wieso haben die Server nicht mehr Spieler?
Das sind alles 40 und 30. Heilud, kein Mampf. Ohne Mampf kein Kampf. Heilud. Da sind 10 Spiele drauf und es ist nicht friendly. Da sind 24 Spiele drauf, das ist nicht gut. Ultra Heilig Loot. Da sind mal 0 Spiele drauf. Das ist der, den wir schon gesehen haben. Hier. Higloot Elektro. Vier wäre auch noch was. Dann machen wir Heilut Friendly. So. Ja, jetzt gibt's gar nicht. Ach komm. Day only. 29 von 30. Schlachthaus, Heilut, ja, das ist friedlich. Was steht denn hier? Friendly. Gehen wir auf ein der Ultraheiler. Loot 37, nein. Da werden die direkt sterben. Zai, gemeinsam überleben, Heilut. Verbinden. Oh. Kurzen Mal. So, wir sind wieder hier. Wir müssen wieder hin. Kauern. Ja, kauern. So. Hoffentlich keine Zombies irgendwo. Wir sind wahrscheinlich... Nein, wir sind nicht in der Stadt, oder? Können wir hoch? Ja, wir können hier hoch. Gehen wir noch mal hoch. Aber zuerst mal in die Fabrik rein. Ups, momentan ist es ein bisschen schlecht mit den FPS. Da ist ein Spieler, habe ich gesehen. Wenn ich schaue, dann hätte er keine Faust. Man kann irgendwie auch ganz schnell rennen, glaube ich, mit Doppel-W. Das war's auch schon. Was ist das eigentlich? So. Hier ist eine Flasche, die brauchen wir. Ist sie voll? Wahrscheinlich schon. So, und jetzt ist hier ein Zombie. Das ist nicht so gut, wenn hier Zombies sind. Hallo?
das Ho wieder. Okay, hier weg. Der Hafen habe ich aber auch schon mal gesehen. Ja, sicher. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin nicht aufgestanden. Halt jetzt mal Schnurre, hey! Mein Vater wieder mit dem Anti-Kommentaren. So. Hier sind viele Zombies, wir müssen weg. Aber hier scheinen die Zombies nicht so verbuggt zu sein. Mein Vater muss wieder Lärm machen, wie die letzte Sache. Gut, jetzt können wir wieder aufsitzen. Wir gehen dann in eine andere Stadt, nicht die hier. Genau. Oh mein Gott. Jo, ich kann ja, gehe nach Basel. Aber das ist nur Osteuropa. Nicht Basel. Fast. Okay, dann beende ich die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal.